Heute versuchen wir, so viele Polizisten umzubringen, wie es nur geht. Da vorne ist schon ein Polizist, der wartet auch schon darauf, dass wir hier bei dem Dealer uns reichlich bedienen. Und Freunde, was soll ich sagen? Das mache ich jetzt auch. Ich werde mir hier eine schöne Waffe holen. Wenn wir natürlich versuchen, als erstes mal den Polizisten da vorne zu killen, ist ja wohl mal ganz klar. Also raus geht's. Eine reingehauen. Noch eine reingehauen. Okay, ich will da nicht aussteigen. Ist der AFK? Ich dachte, er beobachtet mich. Aber anscheinend ist er nur AFK. Okay, jetzt geht er weg. Jetzt geht er weg. Jetzt geht er weg. Und... jetzt habe ich ihn gekillt. Easy peasy, lemon squeezy. Also einen Polizisten haben wir schon mal gekillt. Grüße gehen raus. Und jetzt müssen wir uns natürlich noch weitere Polizisten holen, die wir killen können. Wir haben noch 7 weitere Polizisten auf dem Server. Aber ich denke, wir werden heute weitaus mehr Polizisten killen. Okay, wir haben hier leider nicht so viele Polizisten. Aber ich denke mal, die werden jetzt alle zur Bank düsen. Lass uns da doch auch einfach mal ganz unauffällig hingehen. Okay, ist das hier ein Polizist? Nee, aber ich helfe ihn trotzdem. Ich helfe ihn. Ich helfe ihn. Vielleicht hilft er mir gleich auf, wenn ich Hilfe brauche. Vielleicht hilft er mir gleich auf, wenn ich Hilfe brauche. Und er ist froh, glaube ich. Er ist froh. Vielleicht nützt das was. Ey, da ist ein Fan. Grüße ihn raus. Und wir werden für dich jetzt jemanden killen. Okay, er wurde, glaube ich, geheilt. Aussteigen. Und der will im Nahkampf einen Sniper benutzen. Ehrenmann. Nachladen. Nachladen. Ist hinter mir ein Kopf? Ja, ich glaube schon. Ey, nee, das gefällt mir gar nicht. Nee, ist kein Kopf. So, Waffe rausholen und den abknallen. Nummer 2. Pilz mitgegeben. Okay, wir müssen uns eine andere Position suchen. Dealer, bitte. Okay, da bringe ich dich zum Dealer. Let's go. Okay, zum Dealer. Dann fahren wir ihn mal zum Dealer. So, willst du Team? Fragezeichen. So, okay. Dann versuchen wir jetzt mal mit ihm zusammenzuarbeiten. Er will zu einem Dealer. Wo haben wir denn einen Dealer? Da haben wir einen Dealer. Dann fahren wir ihn jetzt zum Dealer. Und dann haben wir nämlich einen Partner mehr. Er hat auch Crime Boss. Perfekt. Dann schaue ich mal, wer er ist. Und dann kriegt er noch ein bisschen Cash. Rainbow. Ich habe ihm mal ein bisschen Kohle gegeben. Dann kann er ein bisschen... nein, jetzt habe ich auch den verkauft. Oh Mann, ich bin so schlecht. Okay, ich brauche aber noch den Metallschläger, wenn ich versuchen will, Leute zu killen. Easy. Bleib mal lieber stehen. Oh, genau das wollte ich verhindern. So, okay, auf geht's. Wir müssen so viele Polizisten killen, wie es geht. Okay, wo haben wir die Polizei? Da vorne ist ein Cop. Hier ist ein Cop. Komm. Und? Ich glaube, ich habe ihn gehittet. Ich glaube, ich habe ihn gehittet. So, hinterher. Komm, steig schnell ein. Hinterher, 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 hinterher. Kündigt er jetzt? Hoffentlich nicht. Eins. Junge, Junge, Junge. Und? Junge, Junge, Junge. Ist da noch ein Cop oder was? Hinterher. Den müssen wir jetzt killen. Komm, 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 komm. Steig ein. Sehr nice. Da hinten ist auch ein Cop. Von beiden Seiten. Boah, Junge. Nein! Okay, er will mich tasern. Und? Gehittet. Er ist tot. Easy. GG. Da vorne ist auf jeden Fall ein Cop. Und hier aber ja auch. Ah, da ist keiner drin. Aber hier. Und ja. Den kann ich jetzt nicht abknallen. Wo seid ihr? Da ist er. Gefällt mir gar nicht. Ich habe ihn gehittet. Nachladen. Nachladen. Ist das ein Cop? Man weiß es nicht. Ich würde sagen, wir fahren mal lieber weg. Das ist ein Cop, Alter. Das ist ein Cop. Ich glaube, er ist im Auto. Ups. Oder ist er gerade gestorben? War das mein Kollege hier? Er schreit, no please. Nein, 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 nein. Den ramme ich jetzt noch. Den ramme ich noch. Komm, komm, komm. Und? Get it. Und? Jetzt abknallen nur noch. Nein, 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 nein. Okay, sie haben mich gleich. Das sind zu viele Cops. Zu viele Cops. Ich kann mit dem Bugatti nicht losfahren, Alter. Das ist so ein Powerhouse. Ich glaube, mein Kollege wurde da vorne erschossen. Kann das sein? Er schreibt nichts mehr. Ich glaube, das war der liegt. Wo sind sie? Wo sind sie? Da vorne. Und? Rammen! Und jetzt schnell. Schnell, 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 schnell. Da vorne ist er. Er ist einer von denen. Er ist einer von denen. Den habe ich gekillt. Let's go. Er zählt. Und? Komm. Gehittet. 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 Let's go. Rückwärtsgang. Rückwärtsgang. Kann ich ihn noch killen? Und? Nachladen. Nachladen, Freunde. Let's go. Ich muss so viele Polizisten killen, wie es geht. Nein, Babu, Hilfe. Es tut mir leid. Ich versuche dir zu helfen. Ich versuche dir doch zu helfen. Nein. Mann, ey, wir müssen ihn unbedingt retten. Ich habe schon so viele Cops gekillt, Alter. Wie viele Cops habe ich gekillt? Schreibt es in die Kommentare. Einmal kurz im Kreis fahren. Ich muss ihm auf jeden Fall gleich nochmal wieder ein bisschen Kohle geben. Dafür wird rausgeholt. Nein, nein, nein. Nachladen, nachladen. Und? Da vorne ist er. Nein, ich bin gleich tot. Nein! Freunde, wir leben wieder. Sind aus dem Knast raus. Jetzt müssen wir uns natürlich wieder eine Waffe holen. Das machen wir natürlich auch, denn wir wollen die Cops abknallen. Hab 3K Mist. Kann ich denen nochmal was schicken? Geld senden? Leider nicht. Das hier ist ein Cop auf jeden Fall. Den müssen wir irgendwie killen. Ist ja wohl mal ganz klar. G36 wird rausgeholt, ja. Dann wird er abgeknallt. Durch den Zaun kann ich leider nicht schießen. Und er ist tot. Easy. Okay, den nächsten Polizisten haben wir gekillt. Also... wir müssen wieder in die Innenstadt, Freunde, denn da sind die meisten Polizisten. Oh, Junge, was geht hier ab, Alter? Warum versperrst du die Straße? Ah, okay. Aber das ist so, sichert man keine Straße ab, dass wenn man da so mit Speed runterkommt, Alter. Das ist ja saugefährlich, Alter. Als Feuerwehrmann muss das nochmal gut lernen. Da vorne ist ein Cop. Da vorne ist ein Cop. Anfahren. Richtig reinfahren. Und er wollte den blitzen. Critical Hits mitgegeben. Er haut ab. Er haut ab. Das gefällt mir gar nicht. Oh, wir haben einen Juve-Raub. Das heißt, es kommen gleich ein paar Cops. Komm, steig ein. Da hinten ist, glaube ich, der Cop, den ich fast gekillt habe. Nochmal gehittet. Nochmal gehittet.
Okay, er fährt weg. Er fährt weg. Hinterher. Komm, 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 komm. Und versperren. Den Weg versperren. Und Mist. Nochmal gehittet. Mann, 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 Mann. Ja, er stellt sich da vorne. Ehrenmann. Ehre. Ehre, GG. GG. Gut gemacht. Gut gemacht. Jetzt haben wir den nächsten Kopf gekillt. Freunde, ey. Wir sind so gute Pros. Polizisten im Polizisten-Killen. So, da vorne ist, glaube ich, auch ein Kopf. Ja, den fahren wir hinterher. Den killen wir jetzt. Wo willst du hin? So, da vorne ist ein Kopf. Da vorne ist... Oh, er biegt ab. Er biegt ab. Mein Wendekreis vom Bugatti ist leider zu groß. Komm, 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 komm. Jetzt davor hinstellen. Und geschlagen. Er haut aber ab. Ah, doch nicht. Aha, jetzt sind wir zu viele Polizisten hier. Das ist mir zu viel. Cool. Wenn ich mich hier raufstelle. Oh, ich muss nachladen. Ich muss nachladen. Und er ist tot. Easy. Easy. GG. Easy. Alter, nochmal zwei Cops gekillt. Ey, da vorne ist noch ein Cop. Den müssen wir jetzt killen. Also, ich weiß nicht, was der für einen Auftrag hat, aber... Oh, die sind zu zweit hier. Oh, jetzt kommt mein Kollege hier wieder mit dem Basie. Oh, nein. Und ich kann... Ah, ich kann da nicht rausgehen. Oh, Mist. Da lieber schlagen. Alter Junge, er hat ihn gekillt. Er hat ihn gekillt. Let's go. Und? Er ist nochmal tot. Alter, schon wieder zwei Cops umgebracht. Gut, ich bin jetzt auch fast tot, aber egal. Ich habe ja einige Cookies. Vielleicht... Ah, wir rauben die Ares nicht aus, Freunde. Heute geht es nur darum, so viele Polizisten zu killen, wie es nur irgendwie geht. Ich muss gleich mal schauen, wie viel Munition ich noch in meiner G36 habe. Da vorne ist er schon wieder. Der nächste Schatz. Der nächste Schatz. Einmal dahinstellen. Und ich stelle mich hinter das Auto und versuche mal von hier... Oh, er hat ihn getasert, aber das passiert nicht. Das... Nein, ich bin gleich auch tot. Ich bin gleich tot. Nein, ich bin tot. Nein! Okay, aber ich glaube an ihn. Ich glaube an ihn. Ich glaube an ihn. Er schafft das. Er schafft das. Er ist getot. Er ist tot, Junge. What? Und jetzt werde ich gleich geheilt, Alter. Sehr gut. Lass schnell abhauen. Okay, Freunde. Wir werden jetzt zum Fahrzeugdealer gebracht, Freunde. Ich hab's euch gesagt. Ihr müsst mit den anderen Crimes in Notruf Hamburg zusammenarbeiten, ja? Eine Hand wäscht die andere, Freunde. So ist das halt. Wir fahren jetzt zum Fahrzeugdealer und dann geht die Mission weiter. Ich würde sagen, wir werden noch drei weitere Polizisten killen. Mindestens, ja? So, wir spawnen jetzt hier den Bentley. Hier können nämlich vier Leute mitfahren. Ich muss natürlich noch einen Cookie essen. Ich habe nicht mehr ganz so viel Leben. So, wie viele Waffenmunition habe ich noch? Oh, es geht eigentlich. Aber so einen Metallschläger, den würde ich jetzt auch gerne nehmen. Egal. 9 Liter Tank noch. Junge, wer ist er? Oh mein Gott. Ich bin nicht viel besser, merke ich gerade. Ist das da vorne ein Polizist? Nee, schade. Schade, 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 Schokolade. Okay, wir fahren weiter. Ich denke, in der Innenstadt werden wir auf jeden Fall noch einen Cop sehen. Wir müssen noch drei Polizisten killen, Freunde. Schreibt in die Kommentare, wie viele wir bisher gekillt haben. Ich glaube, das waren einige. Oh, Junge, wo fährt er denn lang? Er fährt extra unnötig eine Runde. Oh ja, den fahren wir rein. Den fahren wir rein. Der liegt da auf dem Boden, dann kann ich ihn abknallen. Hä, das hat nicht geklappt. Von hinten abknallen. Er ist tot. Er ist tot. Ehre. Er ist tot, aber ich bin auch fast tot. Bin auch fast tot, das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir gar nicht. Ich muss eigentlich echt jetzt mal eine kleine Cookie-Essen-Session einlegen. Aber wir haben einen der drei Cops auf jeden Fall schon mal gekillt. So, ich würde sagen, wir fahren mal eben zur Gas and Go. Dann kann ich da nämlich tanken und währenddessen noch ein paar Cookies essen. Und da können wir dann auf jeden Fall vielleicht nochmal ein paar Cops killen. Also, vielleicht können wir ja sogar ein paar Cops mit einem Raub hierher locken. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Ja, ausrauben geht. Okay, mein Kollege raubt jetzt hier die Gas and Go aus, um mal ein paar Cops herzulocken. Ich lade natürlich nach. Ich werde das Auto schon mal so hinstellen, dass wir gleich abhauen können. So, ich stelle das mal hier hin, weil hier kommt selten ein Polizeiauto hin. Und da können wir gleich schön abhauen. So, ich ziehe meine Crime-Ausrüstung an. Die letzten zwei, die killen wir offensiv, ja. Er hat, glaube ich, alles ausgeraubt. Okay, dann würde ich sagen, steigen wir ein und wir halten das erste Auto an, was wir sehen. Das erste Polizeiauto. Junge, wir sind drei Crimes. Potenziell gegen nur einen Cop. Das schaffen wir easy. Easy, easy. Okay, da vorne bei der Bank ist immer ein bisschen Krise. Aber beim Juve gibt es immer was. Da vorne ist auch schon ein SEK-Polizist. Und kann ich den rammen? Nein, leider nicht. So, und ich versuche ihn vorsichtig abzuknallen. Ja, er ist tot! Er ist tot! Aber wir haben noch einen Cop hier. Ja, wir haben hier noch einen Cop. Und wir haben ihn auch abgeknallt, Freunde! Alter! Das war Premium. Okay, wenn wir schon mal hier sind beim Juve, müssen wir auch rein. Okay, oh, wir müssen hier diesen Bacon hier. Das Bacon-Mädchen greift unsere Crew an. Das geht gar nicht. Die Bapo-Bande hält zusammen. Die Bapo-Bande hält zusammen. Also erstmal rausschmeißen hier. Was glaubst du, dass du in mein Auto einsteigst, wenn du meine Leute hier angreifst? Hä? Wo ist sie? Wo ist sie? Komm, Freunde, ich würde sagen, wir haben hier jetzt unsere drei Polizisten gekillt. Damit sind wir auf jeden Fall... Safe, Freunde. Schreibt in die Kommentare, wie viele Cops wir gekillt haben. Danke an meine ganzen Helfer hier, Freunde. Ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, schaut euch gerne das Video auf der rechten Seite an. Bis dann und ciao.